Wenn man jetzt die letzten Jahre so gesehen hat, sind so 3 oder 4 Jahre her. Das ist schon erstaunlich von dem Polygon her, wie das Gesicht schon aussieht. Halt die rechte Maustaste gedrückt, um zu zielen. Muss ich da oben reinwerfen? Ich glaube mal schon. Geht. Aua. Na, ja, keine Ahnung. Ich will einfach so rein. Jetzt kann ich eins von den Dingen dahinter werfen. Aha! Töte mich einfach. Okay. Fahr zur Hölle. Hätte es nur sagen müssen. Jawohl. Scheiße, warum habe ich den überhaupt getötet? Nein, warum habe ich den getötet? Das war ja aus seinem Gefallen. Nein! So blöde. Er hätte es einfach an einen Qualenfohlen, weiß ich nicht, verbrennen können. Das wäre noch schlimmer als einfach Kopfschuss. Nur gut. Ich habe mit dir einen Gefangenen und du bist gar. Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von 2 Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Ein alter Bericht aus dem Zweiten Weltkrieg. Krass. Ob die Geschichten stimmen? Jetzt haben wir auch noch ein, warte mal, was, eine Handpistole, einen Bogen und... Hä? Ach so. Sieht aus wie eine Kalaschnikow oder sowas. Okay. Jetzt, Geschichte an! Wow!
schon gewundert, warum das so dunkel hier war. Und die mich einfach mal eiskalt verarscht. Looten, looten, looten. Looten und leveln. Trant kann nicht singen, aber der hat einen guten Text geschrieben. Looten und leveln. Ja, das ist wie im Spiel, looten und leveln. Irgendwie so geht das. Ganz cool. And praise the flames. The storm is watching. Voll die Satanisten oder Illuminaten hier mit ihren Sprüchen. So, entweder wir gehen jetzt dadurch, dadurch oder da hoch. Dann suche ich gerade einen Anlauf, wo man. Ach hier, hier könnte man schon mal wegwischen. Schon mal hoch. Das ist Flugzeugabsturz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 7M, 2F. Okay. Schmerztoleranz sollten wir mal nehmen. Halten wir mehr aus. Das ist ja schon mal was. Okay. Ausrüstung. Bogen haben wir voll. Ach ja, stimmt, jetzt haben wir auch ein Gewehr. Können wir auch da ausrüsten. Großraummagazin, gepolsterter Schaft, Rücklaufbremse, Klebeband, Doppelmagazin, polierter Auswerfer. Also mehr Munition wird auch erstmal perfekt. Ein großes Magazin für 15 zusätzlich. Ach, 15 nur. Ah, für 225 ganz schön viel. Was macht das? Ein großes Magazin, das 10 Kugeln fasst. Eine Rückstoffkompensierung, die die Präzision und den Schaden erhöht. Weg des Projektil, also haben wir schon Modifikationen am Abzug erhöhen, die Schussfrequenz. Ach, okay, dann nehmen wir halt das hier, weil. Ne, warte, was ist das hier? 15 Kugeln. Was macht das denn? Zwei mit Kleber und verbundene Magazine, wenn das nachlacht, Tempo einfach ausweitet. Nehmen wir das. Zack. Okay, gehen wir weiter. Oder da war doch noch ein Raum. Ja, sehr gut, ist gut. Vater Messias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Angst vor den Dämonen? Angst der Dämonen. Alter, hier ist irgendwie eine Verschwörung. Was hat Messias vor? Mephias. Ja, werden wir wahrscheinlich bald mitbekommen. Warte mal, war der auf dem Dings, auf dem Schiff? Stimmt, der war doch auf dem Schiff. In der Videosequenz da, wo wir, ja, die Videokamera halt. Vater würde stolz auf dich sein. Versuch jetzt irgendwelche Verbindungen hinzubekommen. Was ist an Mephias? Ist der für das Ganze hier verantwortlich? Ich meine, war das geplant mit dem Schiffbruch etc.? Solari. Oh oh oh. Jetzt habe ich doch einen Fall verschossen. Toll, danke. Bei dieser Schreckermomente. Okay, es war keiner Schrecker, aber.
versuchter Erschrecker. Der Raum sieht mir nicht so gerade so doll aus. Die Lichteffekte sind nicht gerade die besten irgendwie. Ich meine es nicht. Ne? Sieht so boss-like aus. Das ist ja nur so ein Stuhl. Riesenmaschinen. Okay, mein Bein. War doch klar. Schüssensequenz. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann... du musst sie erstmal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich habe wieder eine kleine... So eine eins, ich mache immer so ein, zwei Stunden Session, das reicht ja. Also bis gleich. So, und weiter geht's mit Tomb Raider. Erklimmen Sie den Wasserfall. Okay. Ich komme da rauf. Ah. Da noch. Oh oh, das wird's. Mal gucken, wie es wird. Geheimes Grab in der Nähe. Gräber. Erkunden Sie Gräber, um geheime Wohnungen zu irgendwas. Ich da oben irgendwo. Okay, das geht nicht. Wow. Hey, hast du was geguckt? Nein, nichts. Nichts. Hier oben ist niemand. So weit drauf schafft's niemand. Sollen wir zum Bunker zurückgehen? Nein, wir warten den Sturm ab. Alles klar. Wachsam bleiben. Gehen wir rein. Na los, halt ab. Ist das eine gute Idee? Wir haben Zeit. Warum nicht entspannen? Später kriegen wir bestimmt wieder Wrackdienst. Wofür Sie ihn wohl benutzen? Was? Ja, der funktioniert auch, oder? Was zur Hölle? Hilfe!